snowballs ring. Are you listening to the land? Snow is glistening. Beautiful sights. We're happy this time. Walking in a winter wonderland. Ich hasse Weihnachten. Nein, tue ich nicht, aber ich hasse diese Weihnachtslieder. Noch schlimmer ist Last Christmas. Das ist das schlimmste Weihnachtslied von ganz Welt. Warum melde ich mich kurz vor Weihnachten? Ganz einfach, weil ich euch schöne Weihnachten wünschen will. Ich werde das Video am 24. rausbringen, also top aktuell quasi, wie immer bei mir. Ja, ich habe heute frei, heute ist der 23. Habe ich mir extra frei genommen, all dieweil wir sowieso zu haben. Ich alleine bin, weil meine Frau arbeiten muss. Und ich euch einfach ein kleines Video schenken will. Und dieses Video heißt Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Es ist immer so leicht gesagt und das ist immer so klischeehaft, gell? Aber trotzdem. Ich für mich, das Jahr war sehr stressig und hektisch für mich. Es wird nächstes Jahr nicht besser werden. Eher das Gegenteil. Und man kann sich quasi, finde ich, so am Ende des Jahres trotzdem, wenn es funktioniert, eine Auszeit nehmen. Alles ein bisschen differenzierter betrachten. Einfach ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Ein bisschen ruhiger. Ein bisschen gechillter einfach. Spricht sich leicht, ich weiß. Bei mir wird es jetzt auch nichts, weil ich muss jetzt noch mal kurz einkaufen gehen und ich weiß, ich kann mir vorstellen, was heute am 23. Dezember los ist. Trotzdem werde ich Zeit finden, gemütlich zu frühstücken, einen Kaffee zu trinken, die Leute ein bisschen zu beobachten und sich denken, mein Gott, haben es die alle eilig. Und ich bin mittendrin. Tja. Die Welt ist hektisch geworden, gell? Ja. Lasst es euch gut gehen. Es kommt noch ein Video, da mache ich so eine Kanalanalyse. Analyse. Er hat Anal gesagt. Ja, die werde ich so zwischen Weihnachten und Neujahr rausbringen. Das wird dann das letzte Video für dieses Jahr. Aber das hier ist das letzte Video für vor Weihnachten. Und lasst es euch gut gehen. Das meine ich wirklich ernst. Lasst es euch gut gehen. Lehnt euch zurück. Schnauft ein bisschen durch, bevor es nächstes Jahr volle Karacho weitergeht. Was wird uns das nächste Jahr bringen? Ich weiß es nicht. Ich, wenn es wüsste, wäre ich nicht hier, sondern wäre ich irgendwo, keine Ahnung, in einem Vorstand oder in der Bundesregierung. Und ich habe wirklich, das hört sich jetzt so doof an, ich weiß, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, wie das alles noch so weitergeht. Und ich spiele wirklich mit dem Gedanken, eine Partei zu gründen. Ich mag das Lenken und das Denken nicht mehr den Politikern überlassen, allein überlassen, sondern ich will eigentlich was dagegen tun. Das sind so meine Gedanken, die ich für nächstes Jahr habe. Völliger Schwachsinn wahrscheinlich, ja. Aber ich will nicht irgendwann einmal dastehen und zu mir sagen, ich habe es nicht probiert. Was für interessante Ideen manchmal durch meinen Kopf schwirren. Manchmal stehe ich in der Früh auf, schaue in den Spiegel und habe selbst Angst vor mir. Ja, ohne Witz, manchmal ist das so. Wenn es mir schon so geht, wie wird es erst meiner Frau gehen, gell? Ja, lasst euch reich beschenken.
Geht nicht diesem Schenkungswahn nach wie alle anderen. Und wenn, dann lasst es wenigstens gescheit rauchen und schenkt das, was man auch brauchen kann. Und das, was ein bisschen länger hält, vielleicht. Holzspielzeug zum Beispiel. ja, ich weiß es nicht. Apropos, ich muss jetzt gleich mal meine Bremsen freibremsen, weil die ein bisschen verrostet sind. Achtung! Sehr schön. Hinter mir war keiner. Gott sei Dank. Frohe Weihnachten. Schöne Feiertage. Esst nicht zu viel und wenn, dann lasst es euch schmecken. Ihr wisst ja den Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. So war es bei mir. Frohe Weihnachten, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Sagt euch ganz locker, euer Weihnachtsvogel.